Ist die First Class am Ende oder sind die Vorschläge, die Fluggesellschaften wie Qantas oder aber auch die Lufthansa als First Class bringen werden, ein Überlebensgarant dieser Klasse? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und Status zu bringen. Vor allem, wenn ihr Unternehmer seid und sparen wollt oder vielleicht auch in der First Class fliegen wollt und keine Unternehmer seid, dann bucht doch einfach einen der kostenlosen Consulting Calls. 15 Minuten nehme ich mir Zeit für euch und evaluiere eure Situation. Und dann können wir auch direkt schauen, wo ihr ansetzen könnt, um beim Reisen nicht nur zu sparen, sondern auch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bekommen. First Class. Die First Class war auf dem abfallenden, absinkenden Ast. Wenn wir uns 2020 angucken, da ist es halt einfach so, dass natürlich die Umsätze nach unten gegangen sind und alle haben vorausgesagt, dass die First Class am Ende ist. Lufthansa hat das öfters schon gesagt, jedes Mal, wenn die First Class ein Alter erreicht hatte, wo sie erneuert werden musste, hat aber dann immer wieder gesagt, nein, wir stehen dazu als Premium Airline. Und wenn man sich das anguckt, ist es ja auch so, dass es von unten Druck gibt, weil das, was heute Business Class ist, gucken wir auf die Q-Suiten von Qatar Airways, das ist tausendmal besser als das, was vor 10 Jahren noch First Class war. Also insofern gibt es da Druck von zwei Seiten. Einmal natürlich von den Leuten, die die Kosten im Auge behalten und sagen, hey, das ist zu teuer zu fliegen, ich fliege Business Class, das reicht, da habe ich mittlerweile ja auch Full Flat. Oder aber auch natürlich von der Kostenseite her rechtfertigt dieser teure Sitz die Investition, wenn die First Class nicht mehr so voll sein soll, wie sie mal war. Ich persönlich kann einfach nur sagen, wir haben sehr viel Probleme, die First Class zu buchen, weil es einfach keine freien Plätze mehr gibt und die Preise sind nach oben gegangen. In den USA zum Beispiel, wenn man das sich anguckt, hat ja auch, glaube ich, die United war es, gesagt, dass das die internationale First Class ein Ende hat. Und das ist natürlich, ja, das ist krass, dass die da raussteigen. Oder auch andere Fluggesellschaften, die gar keine First Class haben. Finnair hat keine. Dann Austrian Airlines, die haben ja auch gefühlt nie eine gehabt. Haben die nie eine gehabt? Auf jeden Fall haben sie keine. Und das ist vielleicht ein phänomenales Ding. Deshalb beleuchten wir heute auch zwei Fragen. Einmal natürlich die Frage, macht die First Class noch Sinn und was ist First Class und wie sehen die Fluggesellschaften die First Class selber mit ihren Projektionen für die nächsten First Class Sitze? Wenn man sich das Ganze anguckt, da gab es ja zum Beispiel in Korea war es einen Studenten, der hat zusammen mit einem Sitzhersteller ein Questionnaire gemacht und hat gefragt, warum ist es so, dass im Flugzeug First Class, Business, Premium, Economy und dann Economy Class kommt? Warum mischen wir das nicht? Das heißt also, dass zum Beispiel irgendwo in der Kabine links so Suiten sind, ganz einfach, die dann auf der rechten Seite ja, Economy Class Sitze haben. Das ist doch eine interessante Geschichte und das würde dann natürlich auch das Ganze durchbrechen. Wenn man sich das auch anguckt, zum Beispiel mit diesen Sitzen, warum würde es das durchbrechen? Es würde es durchbrechen, weil natürlich auf der einen Seite der Bedarf der Leute geweckt wird und gesagt wird, boah, das ist ja geil, was ist das? Das muss ich beim nächsten Mal buchen und ich zahle mehr. Aber die andere Sache ist auch Platz. Das heißt also genau, dass man diesen Platzverlust minimalisiert, dass man also durch Mischung der Business und der First Class da ganz einfach den Raum, den man im Flugzeug hat, besser nutzt und mehr Passagiere unterbringt. Ich glaube ganz einfach, dass das schwierig wird zu verkleckern den Leuten. Warum? Ganz einfach, stell dir mal vor, du hast so eine First-Class-Kabine, bist da so in deiner Welt und ich zeige euch gleich einfach mal Bilder. Das ist einmal so und dann habt ihr dann, wenn ihr aufmacht, seht ihr dann 15 Leute, die auf euch gefühlt gucken aus der Business-Class. Hello. Schwierig, aber interessant. Lasst uns doch einfach mal schauen, was es so für Projektionen gibt von den Fluggesellschaften, was die neue First Class einfach sein wird. Und wenn man sich führende Fluggesellschaften anguckt, Singapore Airlines, Cathay Pacific, aber auch die Lufthansa ist eine führende Airline, wenn es um First Class geht. Ich weiß, es gibt da definitiv andere Meinungen, aber ich bin der Meinung, ihr könnt auch unten gerne kommentieren, wenn ihr das wollt. Qantas mit der First Class, und zwar das Project Sunrise, was natürlich von uns auch Momente abverlangt, wo wir lange im Flugzeug sein müssen. Und ja, natürlich Qatar Airways, dass die eventuell auch dann eine First Class in der 777 haben werden, in der 9er. Die Singapore Airlines ist ja bekannt für ihren Luxus. Wir brauchen uns nur die 380er anzugucken. Und die haben ja 777-9er auch bestellt, 20 Stück. Und die haben dann eine neue Business Class angekündigt, angedroht. Und dadurch, dass der Flieger natürlich auch zu spät ist, gibt es die erst ab 2025 oder 2026, je nachdem, wie lange man braucht, um das Ganze wieder einzubauen. Aber man diskutiert von Singapore Airlines Seite mit Boeing über die Timetable und sagt ganz einfach, hey, wir möchten eine ganz neue Suite reinbringen mit Sitzen in die 777-9er. Und der Executive Vice President Commercial Lilik Hisin sagt, wir haben zwar uns noch anzuschauen, was mit Boeing passiert, aber wir sind sehr, sehr freudig erregt oder aufgeregt und warten darauf, dass wir diese neuen Produkte zeigen können der Welt. Und da denke ich mal, sollte man auch von ausgehen. Ihr seht ja auch die Bilder, dass die 777 ER First Class noch keine Türen haben, aber man sagt ja, dass eine First Class Türen haben muss. Warum? Ganz einfach. Es gibt Business Class, die haben Türen. Also warum dann in der First Class nicht? Die Suiten ist so. Und es ist auch so, dass jetzt natürlich die Zeit auch genutzt werden kann, um Designs nochmal zu überprüfen und anzugucken. Und die 777-9er sind natürlich ganz wichtig für Singapore Airlines. Warum? Weil es das neue Flaggschiff sein wird, weil die 380er-Flotte ist nur auf Zeit da. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das Flugzeug hat keine Zukunft, leider, bei den Fluggesellschaften. Ich finde es schade. Aber man sagt auch, dass das ein Riesenschritt sein wird in der Premium-Kabine für die 777X. Und man möchte auch wieder Standards in der Industrie setzen. Wer Industriestandards setzen möchte und muss, ist Boeings 777 bei Cathay Pacific. Warum? Weil sie einfach 21 Stück davon bestellt haben und sie wollen auch die nächste Generation nicht nur ihrer First Class dort zeigen, sondern auch der Business Class. Die haben da ihre Sachen gezeigt, schon im Oktober 2020 und ja, auch die warten bis 2025. Es kriegt keiner das Flugzeug vorher und man bekommt in der 777-9er eine ganz neue First Class, die halt die aktuelle First Class in der 777-300 komplett wegwischen will. Die ist auch, ja, wie alt ist die denn überhaupt? 2007, glaube ich. Dann hat sie 2013 und 2017 jeweils nochmal ein Refurbish gekriegt, was ja auch sehr wichtig war. Auch keine Türen. Und man hat jetzt sich durch einige Mockups bei Cathay Pacific durchgearbeitet, wo man halt auch höhere Wände eingebaut hat, wo man auch etwas mehr vom Design her machen konnte. Und die Suites sind jetzt da in London von JPA Design, die halt mit Cathay schon einige Sachen zusammen gemacht haben, sowohl für die Boeing 777 als auch für die A330er in der Business Class. Und sie sagen ganz einfach auf ihrer Webseite verschwiegen, oder Geheimprojekt Cathay Pacific Future Aircraft Cabin. Und dann sagt man weiter, dass man da die Zukunft der First Class Cabin, der In-Flight Experience, wie das so schön heißt, auf der Agenda hat. Wichtig an dieser Stelle ist es auch, dass man sich dann jetzt einfach sagt, was passiert bei Lufthansa, weil die haben natürlich auch die 777-9er auf Bestellung, aber vorher kommen die 350er in 2023. Und man sagt ganz einfach, dass diese Flieger von München aus, ja, und München ist der einzige 5-Sterne-Hub, leider hat die Lufthansa ja nur noch 4 Sterne, mit dem führenden Produkt als Premium Airport für eine inspirierende Reise haben möchte, und damit sollte die First Class natürlich top werden. Ich kann euch leider hier nur den Business Class Sitz zeigen, den ich immer wieder zeigen kann, weil das Einzige ist, was man da veröffentlicht hat, und ihr seht ja da den Thron, der sich immer wieder in jeder zweiten Reihe wiederholt und dann rechts und links jeweils die Sitze, einmal Gang, einmal Fenster sind. Jeder Sitz hat einen Zugang. Das, was halt bekannt ist von dem 1-2-1-Layout und 1-1-1-Layout, ist halt, dass es auch in der vorderen Reihe wahrscheinlich Sitze gibt, die länger sind, die also auch für Menschen wie mich, die über 2 Meter sind, da etwas Länge lassen. Leider gibt es zur First Class nicht wirklich was. Also man kann da nur sagen, dass es 4 Suiten sein werden, höchstwahrscheinlich. Und es soll State of the Art sein. Wir wissen ja, Lufthansa droht öfter, und wir schauen uns das Ganze natürlich dann auch wohlwollend an, wenn es rauskommt. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, Lufthansa, hoffentlich folgen euren Worten auch Taten. Wen ich im Moment richtig toll finde von der Business Class her und von der First Class her, was in der Produktion ist, ist Qantas. Der 350er 1000, das ist ja der das Project Sunrise macht. Das sind dann Flüge, wo man wirklich fliegen möchte nach London, nach New York. Und die Flugzeuge kommen auch 2025. Aber man hat jetzt einfach einen Sitz mal vorgestellt, in dem man diesen, ja, ist das ein Marathon? Ja, es ist ein Marathon von 18 bis 20 Stunden im Flugzeug verbringt, und das ist auch kein Spaß. Aber man hat dort in dem Konzept für den A350er einen Sitz und ein Bett. Und das gab es ja bei der Lufthansa in der 747-400 schon. Und diese Suiten, davon gibt es 6 Stück, geben in einer 2-Reihen-Konfiguration 111. Wie der Qantas-CEO Alan Joyce ja schon im Interview mal beschrieben hat, und nennt es Super First Class. Und wenn man sich das anguckt, ist das natürlich so ein komplettes, ein Kokon, den man sich so einwickeln kann, mit einer höheren Mauer drum, also mit einer geschlossenen Geschichte, und man hat einen Sitz, der halt auch in ein Bett konvertiert. Ihr habt es auf dem Bild gesehen, es gibt auch eine hohe Mauer in Anführungsstrichen, und dann natürlich auch diese Sliding Door. Wenn man das Bild nochmal sich hochzieht, ziehe ich mein zweites Bild rein, da seht ihr das auch, dass das also wirklich sehr, sehr geräumig ist, einen riesen Bildschirm hat. Das ist schon sehr, sehr geil. Ja, wo es leider kein Bild von gibt bis jetzt, ist einfach so, dass Qatar Airways darüber nachdenkt, mal ausnahmsweise auch in die 777-9er eine First-Class-Kabine einzubauen, um diese Lücke zu füllen, die es da gibt in diesem High-End-Reisebereich, die früher mit dem A380er bedient worden sind. Ja, ich weiß, die 380er sind im Moment ja im Dienst, aber nur, weil die 350er nicht fliegen. Jetzt schauen wir mal, wie lange die dann bleiben. Und diese luxuriösen Kabinen gibt es einfach nur eine Handvoll. Und die Boeing 777-9er, auch hier wieder 2025, 2026, kommt halt drauf an, ist halt so, dass Akbar Al-Baker gesagt hat, dass man jetzt die First Class einfach sich anguckt, ob man diese exklusive Kabine einfach nur mit 4 Sitzen macht. Wobei, wie soll das mit der Anordnung 4 Sitze sein? Wenn Cathay Pacific 111 macht, ist das dann 2? Also so eine riesen Luxus-Suite. Und man sagt bei Qatar, dass man einen sehr, sehr großen Bedarf hat für 2 oder 3 Destinationen in Europa, wie zum Beispiel London und Paris. Und deshalb ist die First Class bei Ihnen nicht tot und wird auch weiter leben bei Ihnen in Form der 777. Ich habe euch einige First Class Produkte vorgestellt. Ich habe auch ein bisschen von der Business Class gesprochen. Ich persönlich bin der Meinung, dass so eine super First Class, und man sieht das ja bei Etihad, was im 380er war mit der Residence, dass das einfach too much ist. Man sieht ja auch an den Buchungszahlen, dass es nicht wirklich voll ist. Und wenn man jetzt einfach sich das Ganze anguckt, mir persönlich würde ja eine Business Class einfach reichen, wo ich im Bett Platz habe zu liegen. Das fände ich sogar viel geiler als eine First Class, weil diesen ganzen Shishi drumherum, das brauche ich am Ende des Tages nicht. Und wenn wir ehrlich sind, so ein 14-Stunden-Flug oder was ist in Los Angeles, 11-12 Stunden. Das ist Leiden dann auf hohem Niveau, wenn man Business Class fliegt, auf den neuen Sitzen, was man bei der First Class natürlich ein bisschen besser aushalten kann. Ich würde die aktuelle First Class der Lufthansa mit der neuen Business Class vergleichen und würde sagen, dann ist es tipptopp. Hoffentlich die Preise, dass sie nicht anziehen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, wie ihr das kommentiert unten, wie ihr dazu steht. Ob ihr sagt, das mit den Projekten bei der First Class, das ist die Zukunft, so muss es sein. Vielleicht auch diese gemischte Kabine, ist das etwas, wo ihr sagt, boah, das ist eine geile Geschichte. Ich fände das cool, wenn so eine First Class neben so einer Economy Class kommt. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich bin da etwas gespalten. Ich fände es verwirrend, wenn ich da zum Beispiel rauskomme und ich tippe dann wie bei Emirates zur Dusche. Sollte es das mal irgendwann wieder an Bord geben. Aber lasst es euch nicht nehmen. Kommentiert unten, lasst mir ein Like da. Gebt uns, ganz, ganz wichtig, euren Subscribe und den Notification-Button, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr mehr Punkte, mehr Status wollt, seid ihr ja schon, wenn ihr den Kanal abonniert habt, gut versorgt. Aber wenn ihr noch mal ein persönliches Gespräch mit mir haben wollt, nehmt unten den Link, geht auf Deutsch, geht auf Englisch und da lasse ich die Fernbedienung fallen. Das ist für mich das Zeichen. Bis morgen zu eurer nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Also, ciao.